Herbst 1989. Deutschland ist geteilt. Im Osten der friedliche Protest. DDR-Bürger fordern freie Wahlen und Reisefreiheit. Jetzt oder nie! Demokratie! In den Westen über Prag. Im September 89 wagen über 4000 DDR-Bürger die Flucht über die deutsche Botschaft. Unter ihnen auch Sabine Braun aus Ost-Berlin. Das war drinnen ein ganz großes Tohuwabohu. Man merkte, wie die Stimmung da drin hochkochte. Gelingt eine Ausreise? Die Lage bleibt ungewiss. Außenminister Genscher kommt in die Botschaft. Der Abend des 30. September 89. Die Leute sind sich in die Arme gefallen. Das war ein Taumel. Für uns war es der wichtigste Tag in unserem persönlichen Leben. 30 Jahre später erinnert die Prager Botschaft mit einem Fest an den großen Tag, der einen wichtigen Schritt zum Mauerfall markierte. Viele Zeitzeugen sind gekommen und erinnern sich gemeinsam mit einer jüngeren Generation. Wäre ich jetzt 5, 6 Jahre früher geboren, also hätte ich einfach nicht dasselbe Glück wie heute. Also studieren zu können, im Ausland zu leben und so viel über Geschichte zu lernen. Und was man in Geschichtsbüchern liest oder was man in Videos sieht, ist einfach nicht dasselbe, wie wenn ältere Leute uns das vermitteln. Und das ist heute wichtig.